Hallo Leute, willkommen beim LS22 Pionier im Hinterland. Lasst uns in dieser Einöde Höfe und Siedlungen aufbauen. Begleitet mich bei diesem Abenteuer und lasst euch inspirieren zu euren eigenen Abenteuern im Hinterland. Wie wird mein Hinterland aussehen? Und wie werdet ihr euer Hinterland gestalten? Dies ist Teil 33. Ah, die Kühe haben eben einen Mordslärm gemacht. Ja, die kleine Kuhweide ist mit den großen Kühen schon ziemlich voll. Aber die sind ja hier nur eine Weile, um sich zu erholen. So, und jetzt gucke ich mal. Ich wollte Weizen ansehen. Da hinten steht ein Helfer und hier, da ist Hafer angesät. Und der ist auch noch in Arbeit. Ah, der hat von dieser Seite jetzt angefangen, um sich in der Mitte zu treffen. Ja, hat wohl ein kleines Päuschen gemacht, der Helfer. Sei ihm vergönnt. So, jetzt flitze ich mal hier hin. Und das ist frisch gegrubbert. Da muss dann Weizen angesät werden. Okay, jetzt sind wir hier schon bei den... Ja, bei meinem Versuch, ein Feld anzulegen, das sich irgendwie ziemlich hinzieht. Gucken wir mal, wie es den Schafen so geht. Ja, die stehen im hohen Gras, fressen fröhlich vor sich hin. Die kleinen Lämmlein, die gehen fast unter in hohen Gras. Na, schmeckt's gut? Wird bestimmt bald niedriger. So, jetzt schauen wir mal, wie viel Futter die so haben. 5700 und die anderen. Oh, der Hund braucht bestimmt auch mal wieder was zu fressen. Da kommt er gleich angerannt. Ich sehe ihn schon, da hinten. Ja, jetzt schlägt er einen Haken. Jo, ich hab dir was zu fressen gebracht. Brav. Ja, so ist fein. So. Die haben 5500 Liter zu fressen und die Ziegen 1300. Das sind ja auch weniger und der Stall ist kleiner. Das geht also. Ja, sieht doch alles ganz gut aus. Und die Rehe rennen auch kraftvoll davon. Und hier in unserem Kälbchenstall... Da haben wir jetzt nicht so viel Futter. Ja, da muss ich mal gucken. Das muss ich im Auge behalten. Ob das denen reicht oder ob das dann zu knapp wird, dann müsste ich danach füttern. Okay. Hier haben wir einen relativen Huppel drin. Nun ja. Ah, und das werde ich hier irgendwann auch mal pinseln. Aber jetzt bin ich finanziell gerade ziemlich knapp. Dann eher nicht. Gucke ich mal, ob ich noch was zu verkaufen habe. Ja, so ein bisschen Tomaten und Salat. Ah, was ist eigentlich hier? Die könnte man jetzt anschalten. Das ist gut. Das bringt dann mehr Geld, wenn wir mehr Gärten haben. Also hier habe ich Tomaten und Salat. Das reicht eigentlich für die Gegend.
Sonnenblumen kann man immer noch mehr gebrauchen. Was haben wir hier? Zuckerrüben und Erdbeeren. Ich glaube fast, die Zuckerrüben reichen. Und das ist ein neuer Garten. Und ja, ich kann nicht alle Feldfrüchte verarbeiten, aber doch recht viele. Dann werde ich hier mal Zuckerrüben, Sojabohnen kann ich nicht weiter verarbeiten. Die könnte ich natürlich direkt verkaufen, aber jo, ich baue hier mal Mais an, dann können wir auch schön glutenfreies Mehl machen und glutenfreies Brot. Das steht dann zwar nicht extra drauf, aber bei Mais ist ja klar, dass das glutenfrei ist. So. Machen wir mal hier weiter. Ja, jetzt haben wir aber eine ganze Menge Gärten. Das ist doch schön. So. Arbeiten wir uns einfach mal hier so durch. Baumwolle. Das macht auf jeden Fall Sinn. Dann können wir auch Baumwollklamotten anbieten. Und die sind recht lukrativ. Da können wir vielleicht sogar zwei von machen. Muss ich mal gucken. Können wir aber ausprobieren. Mache ich vielleicht hier gleich nebeneinander. So. Baumwolle. Jawohl. So. Und ich glaube hier, ja, da sind wir im Prinzip unten angekommen. Tomaten und Salat reicht für die Gegend. Kartoffeln kann ich gar nicht weiterverarbeiten hier. Sollte ich aber mal ins Auge fassen, dass ich vielleicht auch Kartoffeln weiterverarbeiten kann. Und Sojabohnen wären natürlich auch nicht schlecht. Aber ich mache hier einfach nochmal Sonnenblumen. Davon kann man nie genug haben. Ich denke mal, ich mache noch einige Sonnenblumen. Denn erstens mal habe ich zwei Ölmühlen. Einmal hier bei der Kleinproduktion und bei der Bäckerei auch. Und im Zweifelsfall kann man Sonnenblumen auch direkt verkaufen. So. Mache ich hier gleich nochmal Sonnenblumen. Und stell das gleich mal auf Verteilen. Das habe ich bei den anderen jetzt nicht gemacht. So. Tja. Zuckerrüben. Ich meine, dann wäre es eher sinnvoll, wenn ich die hier einmal richtig Zuckerrüben mache. Nein, nicht so. Das mit Mineraldünger natürlich. So. Und dann da drüben das nur Erdbeeren. So. Dann machen wir hier die Zuckerrüben weg. Oh, und ich habe schon wieder vergessen, auf Verteilen zu stellen. Dann ändern wir das wenigstens hier noch. So. Hier Zuckerrüben verteilen. Und mir ist bewusst, dass ich mich nur in einen Garten stellen müsste, um dort alles anzuschalten. Aber der Vorteil ist, wenn ich hier zu so einem Garten gehe, werde ich hier direkt zum Richtigen gebracht.
und kann dann auch nachher sehen, hat das Einschalten funktioniert. Will ich noch mehr Mais machen? Ist die Frage. Ich krieg ja recht oft Getreide eigentlich. Und daher habe ich viel Mehl. Ich glaube, das macht keinen Sinn. Baumwolle haben wir jetzt auch schon zwei. Vielleicht sogar noch einen mit Salat. Weil der bringt immer ganz gut Geld und wächst so langsam. Den lasse ich nochmal auf behalten, weil der wird ja verkauft. Und noch mache ich es ja so, dass ich zum Verkaufen vor zum Hafen fahre. So, und hier nochmal Sonnenblumen. Ja, und vielleicht mit Direktverkauf. So. Habe ich jetzt die richtige? Nein, habe ich nicht. Wie gut, dass ich es gemerkt habe. Das ist die Produktion ohne Dünger und Saatgut. Da kriegt man nur halb so viel Ertrag. So. Oh, und jetzt hier noch Weintrauben. Auch mit Saatgut und Dünger. Und erstmal behalten wir die. Und wenn wir die oft genug gesehen haben, dann machen wir die natürlich auch mit Direktverkauf oder so. Okay. Jo, was wir jetzt hier schon alles produzieren. Leider keine Ziegenmilch, weil man dafür ja Spezialställe braucht. Aber ich leiste mir die Ziegen gerne als Luxusgut. Ich meine, ich muss ja nur Wasser reinkippen, das kostet mich nicht. Das Gras müsste die ernähren vollständig. Dann waren es also praktisch nur die Anschaffungskosten von dem Stall, von der Landfläche und von den Ziegen. Und laufende Kosten verursachen die nicht. Und ich habe einfach lustige Ziegen auf dem Hof. Das finde ich schon schön. Jetzt gucken wir mal, ob die Milch ordentlich was ist. Ne, 31 Liter. Das ist ja nüscht. Da warten wir. Und hier, das sind immerhin schon 648 Liter. Die können wir schon mal zur Produktion bringen. Und dann gucken wir mal nach der Aussaat. Ja. Sind da Produkte? Ja, ich glaube, da stehen noch Produkte rum. Das ist doch... Ah ne, das ist das Schweinefutter. So. Ich glaube, die Klamottenproduktion, die muss ich sogar erstmal anwerfen. So. Ich mache das jetzt erstmal so, dass die Kleider, dass der Stoff spawnt, oder mache ich das? Ja, wir haben es eigentlich oft genug gesehen. Ich werfe gleich die Kleidungsproduktion an und die Baumwollproduktion, die werfe ich auch an und stelle dann welche von den Gärten. Jetzt gucke ich hier in der Liste durch, in der
Riesenlangen. Da habt ihr mich übrigens auch gefragt, ob man das so machen kann, dass das einklappbar ist. Kann man nicht im Basisspiel und konsolentauglich. Leider, leider. Ich finde das auch ziemlich nervig, wie, ja, wie viel man da scrollen muss. Darum bin ich auch ziemlich zurückhaltend damit, bei den jeweiligen Sachen noch mehr einzubauen, weil man wird hier ja erschlagen vor lauter Produktionsketten. Gut. Ah ja, jetzt sagt er, bei der Baumwolle Güter fehlen, aber ich denke mal, er wird bestimmt bald was produziert. Er produziert mal, Leute. Na, das wird dann gleich abgezogen. Das wird schon in die Gänge kommen mit der Baumwollproduktion. Okay. Und dann kriegen wir Kleider, die in Kisten verpackt sind, aber sehr viel Geld bringen. Oh, der scheint fertig zu sein. Hier ist so ein kleines Loch, aber ja, das ist so klein, da lohnt sich nicht irgendwas zu machen. Wunderbar. So, jetzt stelle ich um auf Weizen. Ja, das war's doch schon. So, jetzt. Ah ja, das habe ich befürchtet. Das kapiert er mal wieder nicht. Da muss man ihm erstmal ein paar Meter zeigen. So, und jetzt. Jetzt findet er das Feld, der gute Helfer. Sehr gut. Wird Zeit, dass ich das andere Feld fertig krieg. Und ich habe einen Tipp gekriegt für ein. Aussteigen. Für eine, wie heißt das? Scheibenegge, mit der man auch Felder anlegen können soll. Wenn man dafür das nötige Know-how, sprich Mod hat. Ja, und die viel breiter ist als der, mit der das sehr viel schneller geht. Und ich denke, die werde ich mir anschaffen. Und dann können wir in der nächsten Folge zack, zack das Feld anlegen. Und dann wahrscheinlich heute auch noch aussehen lassen. Und dann haben wir endlich wieder drei Felder. Weil, ja, das geht ja gar nicht. Eigentlich sind es ja momentan nur anderthalb Felder, weil das kleine ist so winzig. Jetzt muss ich nur mal gucken, wie viel die eigentlich kostet, diese Scheibenegge. 21.000. Das heißt, ich muss noch ein bisschen Geld verdienen, um mir die leisten zu können. Zur Not miete ich mir die, wenn ich es nicht zusammenkriege. Aber ich kann ja hier einfach mal bei den Gärten hier vorbeischauen. Da haben wir ja Salat und Co. rumstehen. Vielleicht sollte ich das so ändern. Hier haben wir die Rüben. Irgendwo habe ich Salat. Dass ich hier noch mal Sonnenblumen einstelle. So. Ja, hier ist Salat. Genau, den stelle ich dann da erstmal hier auf Verteilen. Gut. Wunderbar. Und jetzt gehen wir dann zu dem anderen Garten. Dort, wo Sonnenblumen sind. Neben dem Salatgarten, weil dann sehe ich das einfach besser, wenn hier die Sachen,
spawnen, die ich eventuell verkaufen fahre. Oder die ich verkaufen fahre. Dann mache ich nämlich hier die Sonnenblumen weg. Wo sind sie? Wie? Ah, der blaue Punkt ist kaum sichtbar gewesen. Und stell das auf Salat um. Und der soll dann direkt spawnen. Wunderbar. Und hier mache ich vielleicht auf nur Tomaten. Weil diese Mischbewachsung lässt es einfach alles sehr viel langsamer wachsen. So. Dann kriegen wir hier öfter Kisten. So. Ah, jetzt gucke ich mal. Kommt hier demnächst was? Nee. Hier ist noch nicht viel in Arbeit. Warum ist das so wenig? Habe ich die auf Direktverkauf? Nee, habe ich nicht. Das ist etwas merkwürdig. Denn ich habe ja... Ja, hier ist alles da. Alles, wie es sein soll. Dies hier, das steht ja schon länger da. Und es sind aber nur 20 bzw. 9 Liter nachproduziert worden, seit die hier stehen. Vielleicht stehen sie doch noch nicht so lange da. Hm. Merkwürdig, merkwürdig. Und jetzt schaue ich mal, ob hier bald was zu erwarten ist. Tja. Mal gucken. Zucker. Ja, dauert noch ein bisschen. 639. Schweinefutter kommt bald wieder, aber das verkaufe ich ja nicht. Sonnenblumenöl kommt bald. Aber ich denke auch erst in ein paar Stunden. Also es lohnt sich nicht, hier jetzt zu warten, ob noch ein Produkt rausgeworfen wird. So. Sondern dann fahren wir einfach in der nächsten Folge los und verkaufen Tomaten und Salat und gucken, ob es vielleicht bei der Bäckerei noch was gibt, ob ich noch mehr Geld dazu kriege. Und wenn das Geld nicht reicht, dann miete ich mir diese Scheibenegge einfach. Okay, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss.